Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko steigt am 17. Dezember um 16 Uhr. Dieses Spiel wird nicht live im Free TV gezeigt. Ja, das wird nur bei Magenta TV ausgestrahlt. Dafür wird das Finale, das große Finale muss man sagen, Argentinien gegen Frankreich bei ARD gezeigt am 18. Dezember. Auch um 16 Uhr. Es ist natürlich schade, dass nicht alle Top-Spiele, ja, nicht alle Achtelfinalspiele, nicht alle Viertelfinalspiele, also drei wurden gezeigt, auch nicht im Spiel um Platz 3 im Free TV gezeigt werden in Deutschland. Ich denke schon, dass FIFA sich da überlegen muss, ob sich doch nicht einige Fans auch von so einem großen Turnier dann abwenden könnten, ja, weil ja, wenn man nicht alle Spiele zeigt, wenn man nicht Eindruck von allen Mannschaften bekommt über 90 Minuten, also dann ja, denkt man schon, dass die meisten Fußballfans ja auch alle Spiele in voller Länge genießen wollen, ja, also Top-Spiele zumindest, wenn es in der Gruppenphase, vor allem in der dritten Runde, die Spiele gleichzeitig laufen, ja, dann ist klar, dass man eins zeigen kann und eins nicht. Ja, man kann vielleicht auch ein oder anderen Spiel in der Achtelfinale ja, nicht im Free TV zeigen, aber ich denke schon, dass spätestens ab Viertelfinale ja, sollten schon auch das Spiel um Platz 3 im Free TV laufen. Ja, sonst läuft man, denke ich mal, schon die Gefahr, dass, ja, dass die Fans von solchen Großsportereignissen sich abwenden könnten. Ja, wenn sie nicht einen vollen Eindruck von allen Spielen bekommen können, ja, wenn sie mehrere Kanäle brauchen, mehrere Online-Plattformen, um ja, dieses Sportereignis zu genießen, dann ist schon, denke ich mal, das ist für mich jetzt bei so einer Fußball-WM nicht der richtige Weg. Ja. Vor allem in dieser Situation, also ist ja auch eine ungewöhnliche Weltmeisterschaft, läuft nicht im Sommer. Naja gut, also ich denke schon, dass man da sich Gedanken machen könnte, aber ob man diese Gedanken machen wird, wird man, denke ich mal, demnächst sehen. Aber ja, so ist es nun mal, das Spiel um Platz 3 wird nicht übertragen, ja, und dann warten wir auf das Finale. Ja, für mich ist Frankreich Favorit im Finale gegen Argentinien, aber man muss natürlich auch sehen, ja, wie viele Spieler von Frankreich eventuell angeschlagen in das Spiel gehen werden, ja, weil man hört, dass einige krank sind. Deswegen muss man abwarten, ja, wie die Startaufstellung von Frankreich sein wird. Aber wenn Frankreich in Bestbesetzung antritt, ja, natürlich kann man es nicht. Nkunku, Benzema, Hernandez, ja, die schon zwei sind ja vor dem Turnier ausgefallen. Auf Benzema hat man nur gehofft, aber ich denke schon, dass es wahrscheinlich bis Finale auch nicht reichen wird, ja, weil die Zeit ist ein bisschen zu knapp. Aber ich denke schon, dass da ja, trotzdem auf dem Feld, was offensiv angeht, Frankreich mit Abstand ja, die beste Mannschaft ist, was Offensivpotenzial angeht.